Ja, ich freue mich, dass du zu so später Stunde noch Zeit hast. Naja, wir haben uns schon lange nicht mehr gehört, da ist jede Stunde dann gut. Ja, sehr gut. Hast du meine Videos gesehen? Oh ja, super, bist du gerade in letzter Zeit sehr, sehr fleißig, also gerade auch im Sozialkritischen. Man hat ja früher total gut gekannt, weil du wirklich lustige Sachen gemacht hast und jetzt auch noch eben den sozialkritischen Themen noch viel, viel mehr annäherst, also annimmst, meine ich. Das ist echt bewundernswert. Das ist dann leider nicht genug Leute heutzutage. Ja, viele erreicht es. Also wenn ich einige wenige erreiche, dann ist schon viel erreicht. Und ja, ich meine, die Leute, die es nicht verstehen wollen, was hältst du davon? Die Leute, die es einfach abblocken und sagen, ja, der ist halt ein Verschwörungstheoretiker. Ja, da gibt es ja auch schon viele Gründe. Da kann man ja nicht alle über einen Kamm auch scheren, warum Leute oft gehässig werden und an diffamieren. Meistens betrügen sie sich ja selbst, wenn sie sagen, ja, bist ein Irrer oder Verschwörungstheoretiker. Und insgeheim dann aber wissen sie ganz genau, dass wir recht haben. Sie haben einfach nur extreme Angst. Hauptsächlich haben die Menschen Angst, so in den Aktivismus zu gehen, wie wir zwei zum Beispiel, ja. Also die Ängste einfach, die haben Familien zu Hause, so habe ich da glaube ich schon vor kurzem einmal ja gesagt, sie haben ein Haus zum Erhalten, eine Arbeit zu erhalten. Ganz besonders dann, wenn sie eben auch Kinder haben, merken sie halt dann oft gar nicht, dass sie einen eigenen Stuhl der Freiheit sägen, wenn sie uns negieren, ja. Dabei geben wir uns solche Mühe und ja, Kritik an der Regierung, das ist doch freie Meinungsäußerung und ich glaube, vor dieser Meinungsäußerung haben sie Angst und deshalb greifen sie uns an, rücken uns in ein schlechtes Licht und tun alles Mögliche, um uns zu denunzieren. Ja, Sie sehen ja, mit welchen Kampfbegriffen wir von den großen Medien und Zeitungen diffamiert werden. Und wer möchte sich da dann auch in dasselbe Boot sich reinsetzen von denen, in das Boot, wo Kampfbegriffe uns an den Kopf geworfen werden, wie Verschwörungstheoretiker, Neurechte oder Reichsbürger, was oft. Man, sicherlich gibt es auch gewisse Reichsbürger und Rechtsradikale, ja. Aber man hinterfragt halt dann nicht gerne, ob da auch was Wahres dran ist, dass gerade der jetzt da in diese Schublade geworfen wird, weil er eben sonst seine Komfortzone verlassen muss. Und ja, und dadurch die größte Angst ist eben die Angst vor der Angst. Und das ist das Malheur heutzutage in dem Sinne. Ich denke mir, es gibt auch schwarze Schafe unter diesen Bewegungen, die werden dann gewalttätig und tun alles Mögliche, um die schlimmen Sachen, also die Sachen, an die sie glauben, abzuwenden. Und viele wenden dabei Gewalt an, werden verhaftet. Und dann heißt es, und das trifft dann uns alle, dann heißt es, ja, wir haben es doch gesagt. Das sind die Reichsbürger oder sonst irgendwelche Verschwörungstheoretiker, wir werden dann alle in einen Topf geworfen. Ja, ein gutes Beispiel ist so zum Beispiel da muss ich oft an die Antifa denken, wie sie da gegründet worden ist, um eine antifaschistische Bewegung zu kreieren, ja. Da ging es noch wirklich darum, auch zum Beispiel Kritik an Amerika zu äußern, weil sie sich ja doch sehr faschistisch mit ihren Kriegen über gewisse Länder überziehen, ja. Und dann ist halt irgendwann der Punkt gekommen, wahrscheinlich wurden sie okkupiert, wie es halt mit vielen solchen gut gemeinten Bewegungen ist. Und jetzt verhalten sie sich selbst wie die größten Faschisten, nur halt eben von der linken Seite. Ja. Es gibt die Links- und die Rechtsfaschisten. Da mache ich überhaupt keinen Unterschied heute. Ja.
Es sind beide Seiten, die komplett falsch sind, einfach. Ich meine, ich brauche nur schauen, wenn ich jetzt beispielsweise auf Demonstrationen gehe, auf den G20-Gipfel, was ich gefilmt habe. Da waren wir vielleicht 10 Menschen, die was für Gemeinwohlökonomie gegangen sind auf dieser Demo. Und die restlichen 90% waren wirklich nur Antifa-Typen, die was dann während der Demo die Wände beschmiert haben, gewisse andere Menschen angerempelt haben, wieder anderen die Schilder mit der regionalen Gemeinwohlökonomie weggerissen haben. Da geht man halt dann richtig unter und da brennt dann der wirkliche Aktivist, der sich echt für Gleichberechtigung aller Menschen auf dieser Erde einsetzt, natürlich auch energetisch komplett aus. Und jetzt sind wir halt auf den Punkt gekommen, jetzt haben wir Corona, das Corona-Zeitalter, wie ich es fast nennen, ja. Da wird dann aber auch dieser Mensch, der was ja noch mit seinem Bier vom Fernseher gesessen ist, auch merken. Hoppla, da war doch was dran bei denen, die was Verschwörungstheoretiker genannt wurden. Jetzt passiert genau das, vor dem sie uns gewarnt haben. Aber leider wird es dann wahrscheinlich zu spät sein. Es ist jetzt noch ein kleines Fitzerl vielleicht Zeit, obwohl es schon extrem schwierig ist mit dem Ausgangsverbot. Ja, ist sehr schwierig jetzt worden. Ja, das stimmt. Weil du vorhin die USA angesprochen hast, was hältst du von Trump und Q und was hat das Ganze mit Corona zu tun? Also ich denke mir, die Ausgangssperre, was ich von Q so mitbekommen habe, dient einzig und allein dazu, dass wir zu Hause sind, weil geheime Operationen stattfinden, weil der ganze pädophile Sumpf ausgetrocknet wird und es finden Verhaftungen statt. Also, was denkst du über Q? Ja, man liest auch jetzt in der Zeit, dass viele Mafia-Ringe aufgelöst werden, nicht nur im pädophilen Ding. Und das, ja, gibt man natürlich alles jetzt die Q auf die Kappe. Ja. Ich sehe Q und auch Trump sehr, sehr kritisch. Ich hoffe total, dass ich mich irre, aber ich sehe schon mehr Fakten wie Indizien, die dagegen sprechen. Zum Beispiel auch diese Dams, die ausgehebelt werden, wo man spricht von den Tausenden, zigtausenden Kindern, die befreit worden sind, ja, da gibt es überhaupt keine Beweise. Man Interpol zum Beispiel hat schon einen Bericht rausgebracht, dass da so ein kleiner pädophilen Online-Ring ausgehebelt wurde, ja. Aber das ist ja nicht zu vergleichen mit den Berichten, was wir so hören, dass da tausende Kinder in Untergrunddams gerettet wurden. Was ich so vermute, ist, gerade bei den pädophilen Ringen, die auch viel mit Satanismus zu tun haben, weil die Kinder nicht nur sexuell misshandelt werden, sondern man muss es leider auch so sagen, geschlachtet werden. Da gibt es zwei Seiten, die Elitären und auch diese kleinen satanistischen und Pädogruppen, die was mit den Elitären nichts zu tun haben. Und wenn man dann wo liest, ja, dort wurde Pädoring oder wo aufgehoben, dann waren das diese Kleinen, die was nie mit der Elite zusammen da in Kooperation waren. So bin ich mir auch ganz sicher, dass man so erreichen will, mit Nachrichten präsentieren zu können, dass man da was tut. Und in Wirklichkeit hebeln sie sich selbst nicht aus. Gibt es auch noch andere viele Gründe, weil man sagt, Trump ist oder die Galionsfigur jetzt von QAnon, ja. Was hat der Trump wirklich gemacht jetzt in diesen 4 Jahren, wo er im Amt ist? Das kann ich ganz deutlich sagen. Trump hat an den Saudis einen Haufen Kriegsgerät verkauft. Er hat zu den saudischen, das kann man ja alles auf Video sehen, wo er das wortwörtlich sagt, ja, für Billions Dollar hat er ja nicht ein Kriegsgerät gekauft und das sind ja Peanuts für euch, nicht wahr, ihr Saudis? Oder was hat er noch gemacht? Er hat den iranischen General umgebracht mit, nicht nur ihm, auch andere waren da drinnen gesessen, ja. Was tut er noch so alles? Er verlangt auch, dass die ganzen NATO-Staaten Militärausgaben vom Bruttoinlandsprodukt auf 4% erhöhen, ja. Wo ich sehe, ist,
Ihr sagt ja, er wird keine eigenen Soldaten mehr in Kriege schicken. Ja, er macht es andersrum. Er schaut jetzt und fördert die anderen Staaten, dass die diese Kriege weiterführen. So hat jetzt eben die Saudis den Jemen ja, platt gemacht. Ja. Und da kann man dann auch nicht nachträglich sagen, jetzt der Trump hat in Großbritannien gefordert, dass sie jetzt nicht mehr diese Bomber warten, ja, weil die Toten in Jemen sind schon tot, ja, sie wurden schon vorher vernichtet. Oh, schauen wir uns mal an, den Schwiegersohn von Trump, ja, der hat den 666 Tower gekauft, ja. Bitte da selber nachzugucken, was der 666 Tower in Amerika ist. Wir können uns ja auch jetzt da nicht verzetteln. Gerade wenn es um seine eigenen Kinder geht, sieht man sehr wohl, wie extrem streng der zu denen ist. Ja? Und da kann nicht irgendwer seine Tochter heiraten. Ja? Scholani, wie sie widersprochen hat, bei WikiLeaks, ja, Julian Assange, da war er noch bei Wahlbeginn ganz genehm, weil er ja gegen die Hillary Clinton bei WikiLeaks so die E-Mails heraus offenbart wurden, ja. Und jetzt, wenn man ihn jetzt fragt, wie es um WikiLeaks steht, dann sagt er, das interessiert ihn nicht, das kennt er nicht oder. Es ist ein Verräter, ja. Das bleibt dann immer alles übrig. Die alten Präsidenten vor Trump, die waren halt für die heißen Kriege zuständig. Aber diese Kriege sollten ja nie Kriege gewinnen. Die sollen einfach nur brodeln, um die Länder zu destabilisieren. Der Trump ist jetzt dafür da, für diese Wirtschaftskriege, ja. Damit, weil das ist dann der. Nur mit einem Wirtschaftskrieg, wenn man mal ganz logisch nachdenkt, kann man dann diese heißen Kriege, die man vorher veranstaltet hat, zu einem finalen Schluss bringen. Da in der Corona-Krise, weil du sagst, was hat das auch damit so zu tun? Es hat auch viel damit zu tun. Er ist zum Beispiel so einer, der was so die Wirtschaft weniger an die Wand fern lässt wie andere Staaten. Und da wird er zum Beispiel gelobt. Aber ha, das ist auch schon wieder so eine Finte, finde ich, weil schauen wir mal an, welche Wirtschaftsmacht ist Amerika? Seit ewigen zig Jahrzehnten hält sich Amerika nur noch am Laufen wegen der Waffenindustrie, die sie haben. Alles, was sie so importieren, machen die Chinesen oder andere Staaten, die können selbst nichts mehr für sich selber herstellen, außer wenn es ums Kriegsgerät geht, ja. Und jetzt sieht er halt so die Chance, so die Wirtschaft auch außerhalb der Kriegswirtschaft in Amerika noch besser hervorzuheben, wenn die anderen Länder sich so gegen die Wand fahren lassen mit den Corona-Richtlinien, ja. Aber was ich mir gedacht habe, die Frage, die ich dir stellen wollte, wenn die pädophilen Satanisten die elitär sind, also es gibt eine Gruppe von elitären pädophilen Satanisten, wie kann man die aushebeln oder ist das einfach zu gefährlich oder ich glaube wirklich, das ist so brandheiß, dass das gar nicht möglich ist. Ja, richtig. Ich meine, das Militär wird sich dafür sicher nicht einsetzen, weil sie ja unter der Elite stehen. Man braucht nur mal Daniele Ganser mal ein bisschen zu studieren, was er für gute Vorträge schon über die Gladio-Armee gemacht hat. Ja. Es sind ja keine Soldaten mehr in dem Sinne, wo einer einen Wehrdienst ableistet, um sein Land vor Terroristen zu schützen, sondern es sind ja alles Söldner. Und Moment, es ist schon so spät. Warte, jetzt bin ich mal kurz der Faden geflogen. Warte mal, wie war das jetzt? Ach so, genau. Was können wir dagegen tun? Militärisch, wo ich sowieso dagegen bin, können wir nichts tun. Wir können nur was anderes tun. Wenn wir es schaffen würden, dass wir die normalen Menschen uns alle vereinen würden, ja. Und zum Beispiel dann nimmer bei Amazon kaufen, nimmer zu McDonald's gehen, nur noch wirklich nachhaltige Produkte kaufen würden, aber wirklich wir alle, wenn wirklich wir alle bei Kundgebungen auf der Straße wären und nicht nur einfach wir kleinen Hanseln, ja,
dann würden wir uns erkennen, dass wir alle zusammeneinander stehen und dann brauchen uns davor keinen mehr fürchten, weil dann würde auch die Polizei zu uns halten, ja. Das ist der Fakt. Und die Polizei kann deswegen nicht zu uns halten, weil wir so wenige sind, weil sie dann selbst entlassen werden oder geselbstmordet werden, ja. Die können erst die Polizei und auch unser Militär, unser österreichisches Militär meine ich damit, können auch erst dann wirklich zu uns halten, wenn sie sehen, ja, das sind jetzt alle 8 Millionen Menschen, die sich dafür einsetzen und auf der Straße sind. Und dann werfen sie erst ihre Brecherschilde weg, ihre Schlagstöcke weg, weil sie dann sehen, wir schützen sie. Wir haben ja die Politiker, das Militär, die Polizisten mit ihrer Verantwortung alleine gelassen. Wir haben sie ja der Korruption und der Erpressung ja ausgesetzt. Und so sehen sie dann, wir schützen sie und dann können sie uns schützen. Und wenn der Punkt erreicht wäre, dann würden diesen elitären Menschen keiner mehr die Häuser bauen, das Brot backen, ja. Die müssten sonst verhungern und dann würde denen nichts mehr anderes übrig bleiben, als umzulenken. Eine andere Lösung sehe ich so einfach nicht. Ja, das wäre ein guter Weg, oder nicht? Ja, nur wie bringt man die 8 Millionen Menschen auf die Straße in Österreich? Mit Zeit und Geduld. Es, Ja. also wir sind ja schon einige und wir erreichen einige. Ja, erreichen, schau. Ich habe auch meinen Medienkanal, ich war auch schon beim Kabelsatellitenfernsehen, danach habe ich es mit dem Radio probiert. Ich erreiche ein paar tausend Menschen, aber diese Menschen, was sie diese Filme anschauen über Demonstrationen, die ich gefilmt habe, ja, da sind ein paar tausend Klicks drauf, aber die schauen sich diese Demonstrationsvideos nur am Monitor an. Die gehen dann aber, kann man nicht auf die Idee zu sagen, ja, das inspiriert mich, ich mache da mit. Oder ob es um den World Cleanup Day geht, ja. Die schauen sich das an, die finden es toll, die liken, sagen, ja, klasse, wie es das macht. Aber sie machen deswegen dann trotzdem nicht mit. Sie haben einfach nur gesagt, ja, ich will mich nicht mehr von ORF verblenden, verblöden lassen, darum wechsle ich meinen Kanal. Im Grunde komme ich mir nur vor, wie einfach, ja, nicht Belustigung, sondern dass ich halt denen jetzt die spannenden Filme präsentiere, die sie sich vorher beim ORF geholt haben. Aber das heißt nur lange nicht Aktivismus. Das nenne ich dann eben Sofa-Aktivismus. Der bringt gar nichts. Also, und Aufklärung ist doch wieder was anderes, das, was wir hier jetzt gerade machen. Das dient ja der Aufklärung. Ja, aber die Aufklärung soll ja zum Anregen dienen, dass die Leute in den Aktivismus treten. Aber so ein, wenn das Video ist jetzt online, was die Leute hören, das Liken, das reicht ja nicht aus. Die müssen dann auf die Straßen gehen und sich zu uns stellen. Und das machen sie aber nicht. Geben wir ihnen Zeit. Ich denke oder ich glaube wirklich, dass wir noch mehr Leute erreichen können und dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo wir so viele sind, dass die Politik einlenken und umlenken muss. Naja, schau, René, ich mache jetzt seit 13, 14 Jahren medial diese Sache. Und in diesen ganzen 14 Jahren, davor habe ich, bevor ich medial begonnen, da habe ich mich schon auf Kundgebung, Demonstrationen und Freiheitsbewegungen eingesetzt. Erst danach ist es mit meinem TV gekommen, ja, was ich dann 14 Jahre lang gemacht habe. Aber in diesen 14 Jahren sind wir bei den Demonstrationen um keinen Menschen mehr geworden. Wir waren vorher gleich viel wie jetzt. Das verstehe ich nicht. Was ist da schuld? Oder ist da die Werbung schuld? Das Konsumverhalten? Oder wo ist da die Ursache zu suchen? Die Angst vor der Angst ist daran schuld, dass die Leute einfach glauben, die anderen sollen es machen, weil ich möchte nicht meine Komfortzone verlieren. Ich möchte nicht gern aufgeschrieben werden draußen auf der Straße. Ich möchte nicht gern in die Verschwörungsecke diffamiert werden, weil sie dann meine Freunde von mir abwehren, die aus diesen Themen nicht gehörsam. Ja, ich denke mir, dass. Also geben wir ihnen Zeit. Ich denke oder ich hoffe, dass sie das auch erkennen werden,
dass sie was tun müssen, wirklich aktiv werden, kleine Dinge ändern, zum Beispiel plastikfrei einkaufen, selbst wie heißt das, Tabakgeschirr mitnehmen ins Kaufhaus, sich den Käse da reingeben lassen, kleine Dinge, die verändert gehören. Viele tun das doch schon. Ja, schau, René, ich bin ja jetzt zum Beispiel, muss mir jetzt zum Beispiel auch einen Job suchen, weil meine Ressourcen, Finanzen sind aufgebraucht. Ich habe immer alles nicht kommerziell gemacht. Aber dass ich selbst am Leben bleiben kann, hätte ich mir jetzt doch zum Beispiel bei einem guten Praktikum anzufangen, bei einem Geschäft, das heißt Genussprogramm. Da kannst du einkaufen ohne Verpackungsmaterial generell. Da kannst du, wenn du eine Zwiebel haben willst, kannst du eine kaufen. Wenn du zum Beispiel eine Haferflocke haben willst, dann kaufst du nur eine Haferflocke, lass es abwiegen, mal überspitzt dargestellt. Natürlich kauft man sich schon ein bisschen mehr. Da gibt es kein Verpackungsmaterial mehr. Aber das wird sich alles jetzt nach dem Corona nicht mehr spüren. Den Praktikumsjob, der ist jetzt abgesagt worden, weil die Viren sind sie gefährlich. Wir müssen Sachen verpacken, wird uns dann eingetrichtert. Ja? Die Leute, wenn ich jetzt einkaufen gehe im Supermarkt oder wo, dann siehst du bei den Kassen stehe, bitte zahlen Sie bevorzugt mit Bankomatkarte. Ja? Die Politiker brauchen uns das Bargeld gar nicht verbieten, weil jetzt in diesem Corona-Zeitalter das Volk heraus darauf schreit, bitte schafft das Bargeld ab, das ist virenverseucht. Wenn man den Leuten noch viel mehr Zeit gibt, ja, wir müssen ihnen immer so viel Zeit geben, wie sie gibt, wir können ja nichts erzwingen, das ist mir ja klar. Aber haben wir noch die Zeit? Ich denke schon. Also ich sehe zwei Wege immer noch. Totale Versklavung, neue Weltordnung, also das im negativen Sinne, und eine neue Weltordnung im positiven Sinne, goldenes Zeitalter. Wir sehen Raumschiffe am Himmel, jeder ist erwacht, jeder hat das Christusbewusstsein erreicht und eben voll das goldene Zeitalter. In welche Richtung es geht, das entscheidet sich in den nächsten Jahren. Aber nur für dich persönlich, nicht im Kollektiv. Weil, schau, was hat der Kurz jetzt zum Beispiel für Kurzen verlautet? Also, wenn wir noch in Ausland reisen wollen, müssen wir uns impfen lassen. Ich wohne in Salzburg, daneben gleich die nächste Ortschaft, über die Saalach entfernt, ist in Deutschland Freilassing. Wenn ich da jetzt einkaufen gehen möchte, müsste ich mich impfen lassen. Ja, und das Volk wehrt sich nicht dagegen, weil sie dann sagen, ja, impft's alle, weil ich möchte, dass mein Kind krank wird. Das ist doch so gezwungen. Das ist, wenn du dich nicht impfen lässt, ist das unter Strafe gestellt oder was ist denn eigentlich los? Es ist keine Strafe in dem Sinne, sondern du wirst nur einfach beschränkt in den gesellschaftlichen Bereichen, die den Menschen eigentlich zustehen sollten. Kind in den Kindergarten zu geben, ohne dass nicht geimpft wird, unmöglich sein. Ja? Oder schauen wir mal, was mit den ganzen Hebammen passiert ist. Denen hat man so hohe Steuern auferlegt, dass sie sich den Job gar nicht mehr leisten haben können. Das sind äußerst schleichende Sachen, die was den Menschen nicht auffallen. Aber in summa summarum, auch den Chip, was wir dann bekommen, um dann bargeldlos bezahlen zu können, weil das Volk dann noch schreit, kein Bargeld zu haben, wird dann die einzige Lösung sein, um ein bargeldloses System aufrechtzuerhalten. Die Menschen wollen wissen, ist er infiziert, wird dann auch mit dem Chip verknüpft werden, damit er dann sagen kann, okay, da ist jetzt einer, der kommt mir entgegen, da gehe ich auf Zeiten. Das ist Überwachung pur, Zwangsimpfung pur, bargeldloses Ding pur, alles in einen Chip verknüpft. Es gibt viele Länder, die haben schon den Chip. Es gibt Richter, was Holland oder Schweden, hängt es nicht auf das Land in Europa auf, aber da gibt es Polizisten und Richter, die müssen gechippt sein schon, implantierten Chip haben, um den Job ausüben zu können. Schauen wir nach China. Das Bargeld gibt es da schon lange nicht mehr. Wenn der Obdachloser um Geld bettelt, hat einen Strichcode um seinen Halshänger und da halten die Chinesen dann das Handy hinüber, weisen ihm dort die Coins. Ja, da kommt ja die,
das ist ein Sklavensystem, welches da gerade installiert wird, und das aber weltweit. Ja, was sollen wir deiner Meinung nach tun? Und wie erreichen wir noch rechtzeitig die Menschen? Demnach ist echt nicht mehr viel Zeit. Wir können nur eines tun. Die, wo schon in Aktivismus sind, müssen einfach noch viel, viel mehr ihre Videos und Fakten, die sie aufglauben, viel mehr verbreiten. Aber nicht nur über Facebook. Das alleine reicht nicht. Ich gehe immer auf die Straßen und verteile Zettel mit gewissen Sachen drauf, mit Link-Hinweisen für dieses Thema, das andere Thema, was wir halt eh schon alles aufgezählt haben, die Menschen da aufzuklären, ja. Und man hofft halt dann eben, dass dann dadurch einer aufgeweckt wird und die nächsten aufweckt, ja. Nur Schritt das für ist so Schritt. schleichend und extrem langsam, dass es fast kaum merklich ist. Ja, es muss ja irgendwann mal ein Punkt erreicht sein, wo das Ganze wirklich in ein neues Zeitalter, in ein freies Zeitalter kippt. Ja, der Beethoven hat so ausgedrückt, solange der Bayer seine Weißwurst und sein Weißbier hat, rebelliert er nicht. Jetzt im Corona-Zeitalter wird dies so sicherlich geschehen, garantiert. Ob das dann so viele Massen sind, weiß ich auch, aber nicht, ob es genügend sind, weil ja auch schon sehr viele Denunzianten unterwegs sind. Es gibt schon in Deutschland zum Beispiel so Aushänge, dass wenn Sie wen sehen, der was gegen den Mindestabstand verstößt oder irgendwem zu sich zu Hause einladet, gibt es dafür 500 Euro Strafe. Gebühr dafür. Ja? Also wie man Ja. einfach früher Verbrecher gejagt hat, Kopfgeldjäger in dem Sinne. Ja. Das hatten wir doch schon mal. Ja. Ja, weißt du noch? Ein paar Mal hat man das schon. Ob Ja. das die Stasi war, ob das die Nazis waren, ob das dann napoleonische Zeitalter war, ob das die Kolonialzeit in Großbritannien war, ob das damals bei den Römern war. Es wird nur immer mehr verfeinerter und immer mehr so versteckt, dass es kaum ersichtlich ist einfach. Eigentlich schon ersichtlich. Eigentlich ist es dumm, was ich sage, aber irgendwie stimmt es auch doch, weißt du? Ja, dann, Man aufgeben ist natürlich keine Option. das stimmt. Einfach aufklären, mehr in den Aktivismus gehen und ja, nicht aufgeben eben. Ja, was soll ich denn da noch großartig erklären? Wir haben so ziemlich alles gesagt in diesem Interview jetzt. Naja, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, das Problem ist, da wir so wenige sind, die den Aktivismus sind, brennen wir, die Aktivisten, immer mehr aus, ob das körperlich und geistig und seelisch ist. Ja? Wir werden immer kaputter. Also wenn jedenfalls von mir aus, wenn ich davon gehe, ist es ja so. Würden es mehr Menschen sein, dann hätte die Energie viel mehr zu tun, als ich jetzt schon tue. Ja? Ich habe jetzt vor kurzem zum Beispiel ein Video gemacht, das, was ich eigentlich schon von einem Elternvideo gemacht habe, das letzte Video habe ich genannt, Dokumentation zu meinen Videoreformen für die Welt. Und da zeige ich das Video, was ich vor, wann habe ich es gemacht, vor 2 Jahren gemacht habe, das ich Reformen für die Welt genannt habe. Und da denke ich, dass ich so einfache Lösungswege zeige, wie wir ein Wirtschaftssystem, ein Finanzsystem, eine politische Struktur und generelle gerechte Gesellschaftsstruktur errichten können, die einfacher nicht sein kann. Und ich würde sagen, einfach, wenn man sich an den Richtlinien halten würde, natürlich habe ich nicht hundertprozentig recht in dem Video, ja, ich übersehe auch viele andere Sachen, was auch andere eher sieht, ja, und das könnte man noch viel mehr verfeinern, dieses Video, mit besser noch anderen zusätzlichen Lösungswegen. Aber wir müssen mal aufhören zu sagen, ja, ich muss jetzt rot wählen, weil das ist das einzig Wichtige, oder ich muss jetzt grün wählen, das ist das einzig Richtige, oder blau oder sonst irgendeine Farbe, weil wenn dann eine Farbe gewählt wird in der Partei, verlieren die anderen Farben. Und das ist dann wieder nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und ein Konkurrenzkampf.
Wir müssen unsere ganze politische Struktur von diesem Konkurrenzparteiensystem einmal umwandeln in eine kooperative Gesellschaftsstruktur, eine Gesellschaft, in eine Meisterstruktur, ja. Das ist auch das, was Franz Hörmann gesagt hat. Wir müssen in die Kooperation gehen und Richtig. das aber aus eigenen Stücken. Ja. Ja. Also Franz Hörmann ist da ein ganz guter Tipp, ja. Er weiß viel und er drückt sich so klar aus, unser Franz Hörmann. Ja, er ist Das ein ist, Professor ja. Doktor an der Wirtschaftsuni in Wien. Also einen besseren Experten kann man da nicht zu Rate ziehen. Schauen wir uns mal die Politik an, woher kommen die? Was für Experten sind das? Ja, die Manchmal ist er meisten haben. Kinderarzt gewesen, ein anderer Ja. Politiker hat vielleicht in einem Supermarkt an der Kasse gesessen und was verkauft. Und die sind dann erst dann Politiker geworden, die sind ja keine Experten. Darum vertrauen sie auch diesen Lobbyisten, weil sie sich selbst nicht auskennen. Aber wenn wir mal endlich anfangen, dann Experten echt einzusetzen, in den Struktur, wie ich es in meinem Video beschreibe, ja, dann brauchen wir diese Lobbyisten nicht mehr und dann haben auch diese Wirtschaftsbanzen keine Macht mehr. Dann müssen sie sich nach uns drehen und nicht umgekehrt, wie es heute eben ist. Im Grunde ist Ja. es sehr einfach. Die meisten haben ja gar keine wirkliche Ausbildung und sind in der Politik und bestimmen darüber, also sie stimmen darüber ab, wie viel Geld wir bekommen dürfen und die bekommen drei- bis vierstellige Monatsgehälter. Ja, das Geld ist schlecht verteilt. Ich sage auch immer so, wir können uns die Reichen nicht leisten, aber zugleich braucht keiner auf Luxus und Wohlstand verzichten. Ja. Das stimmt, ja. Weil diese Lügen, ich sage sie klipp und klar, Lügen von Ressourcenknappheit, die Lüge von der Überbevölkerung, ja. Ich meine, warum haben wir Ressourcenknappheit? Die Ressourcenknappheit ist deswegen da, weil wir hunderttausende Fabriken haben, die dasselbe Produkt herstellen, nur an anderen Markennamenlabel. Ja? Man bräuchte in einer wirklich gesunden Gesellschaft nur eine Fabrik für, sagen wir mal, eine für Kochlöffeln, ja. Aber nicht Millionen andere, wo dann überproduziert wird und die dann weggeschmissen werden. Oder schauen wir mal diese ganze Autoindustrie, wie viel Autofriedhöfe es gibt, wo Neuwagen stehen. Da gibt's, kann man bei Google Earth mal nachschauen, da gibt es Luftbildaufnahmen, da stehen hunderttausende fabriksneue Autos auf irgendwelchen Plätzen, die nie gefahren werden, sondern nur produziert werden, um ihre eigenen Berechtigungen zu aufrechtzuerhalten in dem Sinne, ja. Ja, Also Ressourcenknappheit besteht darin. das ist eine Ressourcenverschwendung. Richtig, wir haben da Knappheit, Knappheit verschwenden, das hast du jetzt ja. toll gesagt, ja. Knappheit gibt es nicht. Es gibt, das ist, ja, ich schaffe Arbeitsplätze, produziere neue Autos, stelle die irgendwo ab, nur damit ich noch mehr Ressourcen dafür bekommen kann, noch mehr Förderung und ja, das ist doch ein Minusgeschäft, oder nicht? Ja, total. Dann verknüpft mit dem Punkt, ja, das ist auch deswegen nicht möglich, weil wir zu viele Menschen auf der Welt sind. Ich meine, Das ist Blödsinn. zwei Punkte, was ich dazu sagen möchte. Wenn man alle Menschen zusammenpfercht, hat man sogar in Texas nur ein bisschen Platz zum Bewegen. Und dann kommt ja auch noch dazu, wie viele Arbeitslose haben wir? Wie viele unnötige Jobs machen wir? Würden wir diese unnötigen Fabriken abreißen und wo nur eine ausreichen würde, da könnten wir uns dann diese Arbeit teilen. Das errechnet sich, und das ist wirklich gut errechnet worden, da müssten wir wirklich nur noch 3 bis 5 Stunden in der Woche arbeiten. In der Ja, Woche 3 bis 5 Stunden. nee, ich Und bin dann auch könnten dieser wir uns Meinung. wirklich darauf hinwenden, zu forschen, zu studieren, dann könnten wir uns wirklich wertvoll entwickeln. Ja, jeder Mensch möchte sich ausdrücken durch Kunst, möchte sich weiterentwickeln. Der eine malt gerne, der andere kann gut mit Holz arbeiten. Die Ressourcen, die Ressourcen bündeln. Ja. Und sagen, schauen, was dabei herauskommt. Aber das ist ein bisschen utopisch jetzt gesagt. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar, du wirst ja auch damit aussagen, dass wir wollen alle
nicht nur in einem grauen Kasten leben, so spartanisch, wir wollen eine schöne Umgebung haben. Dafür brauchen wir unsere Künstler zum Beispiel, ja, die was denn die Städte schöner gestalten. Wie der Friedensreich Hundertwasser zum Beispiel. Würde der noch leben und hätte es mal geschafft, eine ganze Stadt so zu gestalten wie das Hundertwasserhaus in Wien oder die Hundertwasserkirche in Birnbach oder diese Autobahnraststätte, ja. Wenn man viel mehr Künstlern die Chance gibt, sich zu entwickeln, was für eine schöne Welt wir zum Erblicken hätten, ja, daneben dann die anderen, was nicht Künstler sein wollen, in die Forschung gehen, ja, weil es da noch eine Ackerkonkurrenz mehr gibt, sondern eher Kooperation. Wir würden viel bessere Techniken entwickeln können, wenn nicht nur 5 Menschen auf eine bessere Technik forschen, wenn es ein paar Millionen Menschen wären, ja, wenn man Und denen die wenn, Chance geben würde. ja, und wenn jetzt Millionen Menschen sind, die das wirklich, also die Politik bekommt ja mit, wir leben, bekommt das ja mit, wir leben ja einen Überwachungsstaat sozusagen. Und was wollte ich jetzt sagen? Die Politik, wenn das, wenn Millionen Menschen in die gleiche Richtung gehen, dann muss die Politik gezwungenermaßen mitziehen. Ja. 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 Das ist das Einmaleins der Logik, ja. Da hast du Ja. vollkommen recht. Okay. Ja, Ja. kommen wir langsam zum Abschluss. Möchtest du etwas den Menschen mitgeben auf ihren persönlichen Lebensweg? Ja. Auch wenn es verständlich ist, dass man Angst hat in gewissen Bereichen, muss man sich klar machen, dass hat man nicht nachher noch viel mehr Angst anhand der Folgen, die daraus entstehen, wenn man sie von der Angst zurückhält, ja. Und ich würde vielleicht auch noch vorschlagen, dass man Zusammenhalt. schau, der Zusammenhalt natürlich, klar, aber das beinhaltet eh schon alles in sich. Zusammenhalten können wir auch nur dann, wenn wir uns nicht gegenseitig denunzieren, Angst haben, auf der falschen Seite zu sein. Es hat bei den Nazis zum Beispiel damals im Zweiten Weltkrieg ja, diese schlimme Offiziere gegeben, ja. Aber einige waren auch dabei, weil sie einfach nicht in KZ landen wollten, ja. Wo man nicht sagen soll, dass das verständlich ist, aber wenn man sich ein bisschen einfühlt, man doch auch erkennen muss, dass die auch Familien gehabt haben. Ich sage ja auch so, wir haben unsere Politiker im Stich gelassen mit der alleinigen Verantwortung, dass sie dann von den Economic Hitmen zwar Koffer überreicht kriegen, wenn sie an die Macht kommen, wo in den einen der Geldkoffer ist, in den anderen der Revolverkoffer und sie sich entscheiden können, was haben wollen. Und wenn wir die Verantwortung endlich selbst in die Hand nehmen, aber mit voller Vergebung, sodass auch der Tyrann dann, wenn er sieht, einsieht, dass er umkehrt und Vergebung von uns erwarten kann, dann auch von dessen heraus einfach sich zu uns wendet. Das ist, man, das kann man, alle diese Tipps, die ich geben möchte, kann man jetzt in 5 Minuten über den Kamm scheren, wenn wir schon tausende Jahre so viel kaputt gemacht haben. Schaut euch vielleicht doch mein Video mal an auf CryptoTV, mein letztes Dokumentation zu meinen Video Reformen für die Welt. Kann ich dann verlinken, ja? Ja, bitte gerne. Und man Ja. kann es auch runterladen und überall hochladen. Ich habe so keine Urheberrechte auf meinen ganzen Videos. Meine sind alle gemeinfrei. Ich habe alles nicht kommerziell gemacht, darum kann ich auch alles gemeinfrei hergeben. Das war der Sinn, warum ich auch nie ein Geld mit meinen Sachen gemacht habe. Aber bitte macht's mit jetzt alle, weil wie ich und auch andere sind jetzt mittlerweile ausgebrannt, weil wir unsere Energie, unsere Ressourcen, unser Geld so reingepfeffert haben, dass leider nichts mehr übrig ist. Es ist jetzt die Zeit zum Umlenken. Wir haben nicht mehr 5 vor 12, wir haben vielleicht 5 Sekunden vor 12. Ja, also liebe Leute, ihr habt es gehört, kommt in die Eigenverantwortung. Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Ich denke ja. Wählt den richtigen Weg. Danke fürs Zuhören. Danke, lieber Roman, für deine Zeit. Danke für das Gespräch und danke auch für die ganzen Zuhörer, fürs Mithören und noch viel, viel mehr danke auch dafür, dann fürs Mitmachen. Okay, Dankeschön.